hier in Downtown. Checkt mal ab. Wir haben ein Fotoshooting mit Raphael und mit seiner Freundin. Raphael kommt auch aus der Schweiz, lebt aber schon seit circa, glaube ich, 10 Jahren hier in L.A. Macht was mit Filmen und ich bin jetzt gespannt, wie das Shooting hier wird. Wir haben uns den Tunnelblick reingezogen jetzt für den Pump. Was läuft, ziehst du dir da noch rein? Ein bisschen Salz. Sie müssen noch Hot Sauce rein. Genau, damit die Adern noch ein bisschen mehr rauskommen. Ja, ist geile Location hier. Richtig geil. Bin ich auch. Mit Downtown im Hintergrund. So, wir haben hier den Raffi. Raffi, wie geht's? Er ist unser Staffotograf heute. And we have... Hello. Tira. How are you? I'm good. Make me a yoga pose. Yeah, you want to see a yoga pose? Yeah, right now. Okay. Right now. Show me those yoga poses. I give you a bird of paradise. Front double yoga, please. There we go. Oh, wow. Yoga sieht einfach aus, aber ist nicht einfach, Leute. Ich sag's euch. Wir haben ja mal eine Yoga-Stunde genommen, zusammen mit Chris in Escondidia. Seht ihr auf dem Proper Lifestyle Vlog. Ich poliere noch kurz die Sunglasses, damit ich auch was sehe. Aha. Dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir uns keinen Sonnenbrand holen. Ja, es ist noch die Mittagssonne. Ist noch gerade noch nicht da, aber die kommt jetzt dann. Und Downtown ist immer sehr, sehr, sehr aggressiv. Here in Downtown, the sun is very strong. Die fliegen immer die Helikopter auf von LAPD. LAPD is on the way. Da muss ich dann aufpassen, wenn ich die Drohne fliege. Am zweiten Platz, es windet ein bisschen. Bro! Form läuft. Oh ja, kommt ganz ab. Schöner Platz hier auch. Die Lande war schon hart. Ja, wir haben heute ein bisschen Pech. Ich bin hier schon wieder vertrieben worden, aber der hat mir ein bisschen lieb und Schlitz zu geben. Yes, aber ich denke, wir haben schon ein paar gute Picks. She has the swag. She has the swag. Nice. Hey, hör auf Werbung zu machen. Wir müssen jetzt noch unser tägliches Posing machen. Das haben wir uns gesagt, dass wir es jeden Tag machen. Und ich denke, das machen wir jetzt am besten gerade jetzt. Jetzt schon mal gemacht hat, hat auch meinen fettesten Respekt verdient, weil es, ja. Ich habe jetzt gerade wieder diesen Schwächeanfall. Schon nur mich zu bücken und die scheiß Hose abzuziehen, Mann, das fühlt sich an, es ist katastrophal. Es ist richtig krank, diese Tage, Mann. Die gibt's. Leute, Mann, glaubt mir einfach, zieht mal so eine verfickte Diät durch, Mann, und dann reden wir wieder mal. Das ist wirklich eine krasse Disziplinsfrage, oder? Ja klar, also ich sage immer so, schau mal Leute, wenn ich so eine Diät durchziehe, nicht einfach eine 0815 Sommerdiät, sondern wirklich eine Wettkampfdiät, wenn ich auf die Bühne komme mit 4, 5, 6% Körperfett, das ist etwas extrem Gutes, nicht nur für euren Körper. Klar ist es auf eine Art und Weise ungesund, aber es ist auch auf eine Art und Weise wieder gesund für den Körper, weil er mal wirklich entgiftet, weil er, ja. Ja, du hast fast kein Fett mehr. Und vor allem für den Geist, also ich bin immer extremst wieder stark nach der Diät, ja. Mental, also es hilft schon mal, das ist jetzt der fünfte Wettkampf. Ja.
für mich und das merkt man auch. Ich habe auch das Gefühl, dass das im entfetten, Kopf, im Geist. Entfetten und entgiften ist übrigens auch sowas. Ja. Viele Leute fragen uns, wieso wir hier so sichtbare Lipome haben. Leute, rippt mal auf 5% runter, dann würdet ihr euch noch wundern, wo ihr diese Dinger überall habt. Weil die sieht man ja bei uns auch nur so unter 8% Körperfett. Ja, und die Adern kommen auch an Stellen raus, wo ihr sie noch nie gesehen habt. Der Mischer mixt sich da wieder. Was mischst du da? Die letzten Alpha Minos Blood Orange, Bro. Danach sind wir pleite. Was denn? Die letzten Blood Orange. Oh, wir waren jetzt im Real Food Daily Essen, das kennt ihr ja. Vom letzten Vlog mit dem Sefa. Mit den feinen Seitan Sandwiches. Und ich habe mir eine fette Bowl bestellt und habe dann gemerkt, oh shit. Ich habe dann heute Abend fast gar nichts mehr offen. Das heißt, ich habe jetzt die Hälfte der Bowl einpacken lassen und ich esse die dann am Abend nochmal. Ihr seht hier Rice mit Beans und gegrillten Tofu, Kale, Zwiebeln. Da ist alles Wichtige drin. Und hätte ich mir das jetzt schon reingezogen, hätte ich einfach heute Abend nichts mehr offen gehabt. Wäre nicht so schlimm gewesen. Ich hätte zwar irgendwann Hunger gehabt, hätte dann den Hunger zack überstanden und dann wäre wieder easy gewesen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um Hunger zu überstehen. Vieles ist mental, sehr, sehr vieles ist mental. Aber da gibt es Hilfen wie das Novalin, die Diäthilfe, wo der Hunger in dem Sinn stoppt, auf natürliche Art und Weise. Oder auch Kaffeebohnen zu essen, das habe ich auch schon gesagt, oder Kaffee zu trinken. Da gibt es verschiedene Methoden. Und einfach etwas machen und nicht an Essen denken. Aber das Problem wäre dann, da ich morgen ein Oberkörpertraining habe, dann würde mir dann komplett der Pump fehlen und das geht nicht, darum nehme ich das jetzt mit. Der Bart muss noch gemacht werden. Ja, ich glaube Barber. Ich vermisse aber die Corin. Ich vermisse die Corin für meine Haare und ich vermisse auch den Robby für meinen Bart. Verdammt! What's happened here? Oh, Misha. No! Misha, I had like ich hatte einen schwachen Moment. Ah. Das ist super, ich hier. Hey. Was, hey, mach's gut. Das du bist der beste Mann. Richtig geile Foods gemacht. Hey. Thank you so much. You're welcome. Was fun. Hey, der Yoga, was fun. Hey, ich bin super zu sehen. Freue mich nur auf das Ergebnis. Wieder. Bye, bye. Ich habe noch eine Frage. Yeah. Do you make haircuts also? Look a little bit like here. Okay. So you can do that. Cool. Yeah. Give us a few minutes. Yeah. Perfect. Patrick, what's your name? John. Nice to meet you. Perfect, brother. We're good. Was denkt ihr? Ich habe mir diesen Zopf gemacht. Ich habe schon mal bei Snapchat die Umfrage gemacht. Weißt du das eigentlich? Looking fresh. Ja, looking fresh. Ich habe mal bei Snapchat die Umfrage gemacht, ob ich diesen Dutt machen soll oder nicht. Und es war 50-50. Ich habe gesagt, sobald ich ein bisschen längere Haare habe, mache ich ihn mir beim Sport. Weißt du, warum nicht? Mal so, mal so. How you like it? Yeah, sometimes. Gewöhnungsbedürfnis. Kann sein, dass es besser wird. Aber jetzt kommt das jetzt mal komisch aus. Ja, genau. Schau, dass ihr immer verschiedene Styles am Start habt. Das heißt, mal so, dann seid ihr nie langweilig. Stopp! Wow, was ist denn hier los? Sir, what is the name of this location? The location is Beverly Hills. Okay, but where we are is now? The Grove. The Grove? Yes. The Grove. Wow. Hab gehört, es sei gut hier. Und zwar gibt es hier, es ist wie eine Einkaufsmall, halt einfach draußen. Wie wir sie in Miami kennen, weißt du noch? Weißt du noch, als wir in Miami waren? Ja, es ist ein bisschen speziell hier noch. Es sind so mit so kleinen Booths, Houses. Mhm. Ich bin jetzt mal gespannt, was hier die Parkingmöglichkeiten sind. Das denke ich noch nicht ganz. Ich brauche auf jeden Fall so ein kleines Täschchen für meine ganzen Badeutensilien, für mein Shampoo und für meine Rasierer, für den ganzen Stuff hier, das brauche ich jetzt. Oh, kennst du noch den Umami Burger? Umami? Umami Burger. Ja, den kenne ich noch. Was das Gute ist hier in Amerika, diese verdammten Parkhäuser sind so groß und ihr habt auch Platz. Ich meine, wir fahren hier mit einem Schiff. Und in der Schweiz zerkratzen wir mit deinem Cayenne und der ist wesentlich kleiner. Jedes Mal die Felgen, ja, oder? Ja, Mann.
Das ist auch der Grund, wieso ich, das ist einer das der ist drei geil. Gründe, wieso ich nach Amerika ziehen werde nächstes Jahr. Ohne Scheiß, das ist der Grund. Schau mal, wie viel mein Platz hier ist, man. Ich kann hier easy fahren. Meine verdammten Rims, ich habe dieses Auto seit 18 Monaten und ich habe jetzt ohne Scheiß schon 5 Mal die Rims geflickt. Und ich habe gesagt, wenn es nächstes Mal passiert, dann werde ich sie nicht mehr flicken und warten, bis ich wieder in den Staaten bin. Hier ist easy. Yep. Dieser Moment, wo eure Beine wieder schwer werden und ihr wisst, ihr seid gerade am Brennen. Ihr seid gerade am Runterbrennen. Merkst du das gerade? Sind deine Beine auch noch schwer? Sie sind schon den ganzen Tag schwer, Bro. Da merkt man, dass wir am Brennen sind. So wie es sein muss. San Francisco. Übrigens, San Francisco werden wir auch noch gehen. Und zwar kurz vor unserem Wettkampf oder nach unserem Wettkampf, besser gesagt. Ich habe ja früher Ohrringe getragen. Das war hier. Sehen wir uns hier als ein Loch. Und ich war jetzt hier und habe die Timelapse gemacht. Und da habe ich mich gefragt, soll ich mir wieder mal einen Ohrring reinhauen, Mann? Ich weiß nicht. Ich hau mir jetzt mal eins rein und mal schauen, ob es der Mischer merkt. Ich hau mir das hier rein, das ist ja nicht so groß. I take this. And we watch. Maybe my friend will find it out and see, hey. Something new. Das Loch ist schon zu. Das Loch ist zugewachsen, das wollte ich mir reinhauen. Sogar schon bezahlt, aber das Loch ist zu. It looks like open, right? Yeah. Do you want to get something else? Tauschgeschäft. Jetzt gibt's ein neues Armband. It's better for you, right? Right. Yeah, it looks cool. I like this. Me too. Yep. Thank you. You're welcome. See you. See ya. Bye. Jetzt wollte ich dich überraschen. Ja. Ja, jetzt. Ich wollte mir ein Ohrring ziehen, das reinhauen. Nein. Und dann wollte ich mal sehen, ob du es merkst. Also ein Fake-Ohrring, oder? Nein, das ist ein richtiges Ohrring. Aber das Loch ist mir schon zugewachsen. Ja, ja. Weißt du, es ist mir schon zugewachsen. Eben darum. Hätte ich sofort gemerkt. Denkst du? 100%. I like it. You like it, sir? Yeah. Diese Treppensteige macht schon müde. Die Beine sind schwer. Und jedes Mal, wenn wir reisen, ich meine, wir sind schon so vielen Orten, verlieren wir unser iPhone-Ladekabel. Ich hatte sicher 3 iPhone-Ladekabel dabei. Eins hat Julia mitgenommen und jetzt habe ich keines mehr. Außer das ganz kleine für die Drohne. Ja, standard size. It's a cold drive. Was kann man jemanden totschlagen? It's a killer machine, you know? Yeah. Thanks, bro. Thanks, bro. Thank you. Thanks. Yeah, no problem. Ja, meine Diät, die hat eigentlich erst jetzt richtig begonnen. 8 weeks out und jetzt gilt es erst ernst. Die Leute, die mich auf Snapchat verfolgen, wissen es. Ich habe schon auf Snapchat gesagt, dass eigentlich beginnt erst jetzt die richtig harte Diät. Was heißt hart? Jetzt kommt es halt einfach drauf an. 8 Wochen Zeit, Endhärte ist in Sicht, ich möchte Endhärte haben. Und man soll hier ruhig wissen, seine Freundin hier ein paar Nike-Schuhe suchen. Ich sitze so lange ein bisschen hier, relax und entspann. Es ist so, der Rest Day ist immer der dümmste Tag eigentlich, weil. Ja, stellt euch vor, wenn du ins Training gehst, so um 11, 12 Uhr, und wir trainieren ja ca. 2,5 Stunden, jetzt Oberkörper 2,5 Stunden, Beine 2 Stunden, bis du rausläufst, dann ist es, sagen wir mal, 3, ab und zu sogar 4, halb, 4, 3 in dieser Zeit, und dann essen wir erst die erste Mahlzeit, weil wir fasten ja. Und das ist dann völlig easy. Und wenn man so jetzt den ganzen Tag auf dem Bein ist, am nächsten Tag auf dem Bein. How many lipsticks do you have? Not enough. Was ist das? Schnaps. Noch irgendwelche Fragen zu den Fahrzeugen hier? Fahrzeuge? Den finde ich geil, aber der verbraucht einfach zu viel Benzin.
Aber das ist nebst dem Tesla eigentlich so mein Lieblingsauto. Wenn ich jetzt sofort ein neues Auto haben müsste, dann würde ich mir den Tesla holen. Das Problem beim Tesla ist, ich glaube 400 Kilometer kommt er weit. Und in der Schweiz gibt es noch nicht so viele Elektro-Tanksäulen, soviel ich weiß. Müssen wir dann immer zu Hause aufladen oder bei Freunden oder so. Das ist eine geile Parkgarage. Und hier riecht es sogar, ja. Das heißt, die arbeiten hier mit Düften, wie in Vegas. Full Water, thank you so much for the plantain shake. Wie dem Video für euch am Hochladen und ihr seht, es ist 1 Uhr. Wir sind hier bei Sor zu Hause, bei Mischas Freundin. Ich habe mich hier einquartiert. Da sind meine Koffer. Da schlafe ich auf dem Sofa. Und komischerweise habe ich noch extrem viel Energie heute. Ich habe zwar viele Kaffees, also Kaffee für mich ist krass eine Diät. Ich bin sowieso sehr sensibel und sonst schon immer aktiv. Hyperaktiv, sagt man, sage ich auch. Wer interessiert das, ja? Ich meine, hey, wenn mir diese Hyperaktivität Kraft und Energie geben kann, ja, dann bin ich gerne hyperaktiv. Habe ich vielleicht gerne ADHS oder was ich immer hier lese in den Kommentaren. Scheiße ich einfach drauf. Ich habe jetzt immer noch nichts gegessen. Das letzte Mal im Real Food Daily. Und Hunger habe ich immer noch nichts. Ich könnte ihn jetzt durchziehen, aber das macht keinen Sinn. Das heißt, ich esse jetzt hier mein Meal. Und freue mich natürlich extrem auf das Meal. Aber was ich euch auch damit sagen möchte ist, wenn ihr ein Ziel habt, eine Diät habt, ihr müsst stark genug sein hier oben, ihr müsst mental stark sein. Ist klar, dass irgendwann die Beine schwerer werden und auch das Laufen schwerer wird, eben das Treppensteigen schwerer wird, das Training schwerer wird. Ihr merkt, euch fehlt Energie. Aber wenn da oben alles stimmt, wenn ihr mental ready seid, Leute, dann könnt ihr Berge versetzen. Wir müssen unbedingt noch das Holiday Inn buchen für St. Louis, Bro. Ja, wir müssen mit dem gleich telefonieren. Ja. Yes, es gibt News, wir fliegen am Dienstag nach St. Louis, das ist in Missouri. Das ist inmitten von Amerika. Das ist voll im Gacko, wenn man so schön in der Schweiz würde sagen. Ja, Gacko-Dus. Zum Arsch der Welt. Und ja. 2 Stunden Zeitverschiebung. Wir sind genau 24 Stunden dort. Wir müssen die Zeit möglichst produktiv nutzen. Wir werden alles vloggen. Ihr werdet sehen, was abgeht. Genau, wir fliegen 4 Stunden. Wird richtig geil. Ich freue mich. Ich bin aber auch streng zum Hustlen. Und ja, jetzt geht's ins Oberkörpertraining. Ich habe gesehen, ich habe gestern noch ein bisschen was gemacht, bis später in die Nacht. Bin aber trotzdem erstaunlicherweise sehr, sehr fit. Liegt einfach daran, dass ich viel weniger Schlaf brauche. Ja. In der Diät bin ich viel aktiver, ich viel fitter bin. Heute ein neues Tiefstgewicht gehabt. 76,8 Kilo habe ich gehabt. Ja. Hab gestern noch gegessen. Ihr habt gesehen, so um 1. Bin wieder schwer geworden. Kann auch sein, dass wir waren gestern relativ lange auf den Beinen oder Glykogenspiegel. Ja, ja. Aber wir gehen jetzt mal ins Training und schauen mal, was abgeht, oder? Dann zeigen wir euch am besten gerade auch unsere Form. Ja, 8 weeks out offiziell heute. 8 weeks out. Dritter Satz. Immer noch dasselbe, Bro. Ich halte immer noch das Gewicht. Jetzt bin ich gespannt. Schau mir die Form jetzt an, okay? Ja. Ich sag dir jetzt, ob es immer noch flach ist. Ob es immer noch flach ist oder ob es negativ ist. Ja, sieht schön juicy aus. Patrick Reiser-Mode is back.
Defi ist langsam da. Defi ist langsam da. Separations kommen hart. Nice. Ist Neddy nicht mehr machbar, Bro. Ist halt Neddy. Nein. Ist Neddy nicht mehr machbar. Also vegan und Neddy, Bro, ich glaub dir das nicht. Die Diät, ich sag's jetzt nochmal, hat jetzt nochmal begonnen auf einem anderen Level. Ihr habt gesehen, wir haben schon eigentlich ja, eine nicht schlechte Form. Es ist klar, sie ist noch nicht die Endhärte, die ich haben möchte an der Muscle Mayhem bereits. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich nicht bis zur Weltmeisterschaft warten werde, sondern dass ich aufgrund von meiner jetzigen Verfassung, körperlich sowie auch psychisch, dass ich sage, okay, ich möchte bereits jetzt versuchen, nochmal alles rauszuholen und versuchen, Endhärte zu haben für die Muscle Mayhem, für meinen ersten Pro Natural Bodybuilding Wettkampf hier in Amerika. Weil die Leute sind brutal, brutal stark. Also die Konkurrenz, es sind eigentlich schon bei einer Muscle Mayhem die Welt, eine der weltbesten oder wenn nicht sogar die weltbesten Leute dort, weil alle die an der Weltmeisterschaft starten, oder viele davon sind auch bereits an der Muscle Mayhem, an meinem Pro-Wettkampf, so wie es ausschaut. Und da muss ich einfach Endhärte haben, oder? Ich kann da nicht auftauchen, irgendwie nur ein, zwei Streifen auf dem Arsch. Nein, ich muss alle Streifen auf dem Arsch müssen ersichtlich sein, oder? Damit ich wirklich sagen kann, okay, Die Chancen sind da für eine gute Platzierung. Ich bin verdammt offen, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Wie gesagt, der erste Pro-Wettkampf, das ist schon mal ein ganz anderes Level, vor allem hier in Amerika. Und ich freue mich, ich bin sehr parat mental, wirklich extrem. Ich habe gute Energie, ich funktioniere besser in der Diät als im Aufbau. Viel besser. Ich kann schneller denken, ich fühle mich aktiver. Ich fühle mich fresher, fitter. Nicht immer, klar, wirklich nicht immer. Ihr habt es jetzt gesehen, die Beine werden schwer. Man merkt die Schwäche. Man merkt, dass man weniger Energie zu sich nimmt, als dass man braucht. Und das ist okay so, aber man lernt seinen Körper nochmal sehr, sehr gut kennen. Ich habe gerade heute ein paar Schweizer hier in Kalifornien getroffen und wir haben ein bisschen gequatscht. Und ich habe wirklich gesagt, Bodybuilding und Natural Bodybuilding, das ist, wenn es Leute von da draußen von euch gibt oder die das nicht noch nie gemacht haben, die jetzt zum ersten Mal einschalten, oder die auch noch nicht so lange dabei sind, man baut sich damit während Jahren wirklich eine harte Connection auf zwischen Körper und Geist. Das ist einfach so. Die harte Connection zwischen Körper und Geist, das feiere ich ja so an diesem Sport, weil das kann man einfach das ganze Leben brauchen, die ist einfach extrem. Und vor allem jetzt nochmal in einer Diät, ich mache jetzt das dritte Jahr diese Wettkampfdiät und das bringt mich jedes Mal auf ein anderes Level, dieses Mal noch vegan, dieses Mal nochmal ganz anders. Auch die vegane Ernährung hat einen extremen Einfluss auf mich, auf mein Denken, auf meinen Körper, auf wie ich bin. Kann ich mal ein separates Video dazu machen. Gebt mal über 2500 Daumen nach oben, dann mache ich mal ein separates Video zum Veganismus, warum ich mich pflanzlich ernähre und so weiter und so fort. Bei 2500 Daumen nach oben hau ich es raus. Und ich mache hier auch den Abschluss. Ich fresse noch ein paar Kaffeebohnen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal von ganzem Herzen bedanken. Ich finde den Support von euch krass. Es gibt mir extrem viel Energie. Ich mache ein Stücklein dieser Wettkampf nicht nur für mich, oder? Ich muss mir nichts mehr beweisen, Mann. Ich habe schon durchgemacht. Ich möchte aber den Leuten zeigen, was möglich ist natural und was möglich ist, wenn man sich rein pflanzlich auch ernährt. Das ist das, was ich zeigen möchte auch. Ich möchte die Leute inspirieren, motivieren, das macht mir Spaß. Darum mache ich diese Videos. Es gibt mir viel Energie, euch etwas Gutes, etwas Positives mitzugeben. Und das freut mich einfach nur. Vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend, Tag, Woche oder was auch immer. Bleibt auf jeden Fall am Ball. Verfolgt unsere Wettkampf hier. Folgt uns auf Snapchat und auf Instagram, auf allen Plattformen. I love your support. Bis zum nächsten Mal. Kiss, kiss. Bang, bang. Oder? Ich habe wirklich gut Rücken aufgebaut hier. Ich sehe mich gerade das erste Mal jetzt so, weißt du, live. Mhm. Täuschen spielen? Nein.